Da sind wir wieder. Fangen an mit Sin City. Ja, bin da super gespannt, was da passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Perfekter Look in Schwarz-Rot, so wie sich das Sin City-Manier gehört. Ja. Du kannst ihn nicht mal laden, die Stadt, habe ich Nee, gehört. ich kann die weder sehen noch laden und das seit 2 oder 3 Tagen, nee, 3 Tage jetzt mittlerweile. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von vom Hersteller. Top. Sowas habe ich bei einem Top-Titel noch nie gesehen, dass der Spielstände total für den Arsch sind, selbst 1 Woche nach Release. Ja, ist das ein Bug oder meist ist es serverlastig so? Nee, das wird ein richtiger schöner Bug sein. Also es gibt ja keinen, selbst wenn der Server wegbricht, gibt es ja keinen Grund, warum der Spielstand nicht einfach auf dem Rechner gespeichert wird, so lange. Und Ja. dann beim nächsten vernünftigen Server-Connection wieder hochlädt. Das ist ja die Möglichkeit, die du immer hast. Und es müsste eigentlich da auch mal was gemacht werden. Das Zweite, was mich total aufregt, ist, dass es keine wirkliche Bugliste gibt. So, Vorsicht, Jungs, hier ist ein Nee, die Verdacht. muss man ja auch selber irgendwie rausfinden. So wie ich das mitbekommen habe, Foren und Co., da schreiben schon Leute rein, was da nicht gut läuft. Und das kann irgendwie nicht sein, dass die Entwickler tatsächlich hingehen und sagen, also jetzt, wo er es sagt, doch, das könnte ein Bug sein. Die bestätigen das nicht mal. Also nicht mal das. Im Großen und Ganzen hilft die Community sich selbst so lange, bis sie das irgendwann hinkriegen. Und finde ich ein unhaltbarer Zustand. Also man fühlt sich nicht nur jetzt bei Release verarscht, sondern auch im Nachhinein noch. Und das finde ich nicht ganz so nett. Also Ja, also ich habe gesehen, 24 Server sind ja mittlerweile jetzt schon on. Ja. Und ich glaube, so langsam kriegen die das im Griff, aber ich glaube, das ist deren Priorität, dass erstmal die Leute zocken können. ja. Das alles andere, das dauert halt, ne? Also da haben wir das halt das Pech, dass wir jetzt quasi ja selber warten müssen. Bis das dann Apropos richtig. Priorität, ich sehe gerade, wir haben ja ein Großprojekt beim letzten Mal gestartet, das ist bei mir weg. Ich Oh. sehe es nicht mehr. Siehst du das noch? Ja, ich sehe es. Ist im Hintergrund noch. Fahr mal hin und klick das mal an, weil also irgendwie. Ich werde das auf jeden Fall mal machen. Ich wollte mir gerade mal noch deine Stadt angucken in Schwarz-Rot-Filter. Wenn Sin City dann richtig, dachte ich mir. Ja, das Sieht Problem ist, ganz gut aus. das zweite Problem an Sin City ist halt, also es ist total verbuggt. Also ich habe irgendwie 2 Casinos oder so, ich kriege nicht mehr Touristen, egal was ich mache. Stattdessen habe ich ein riesiges Straßenverkehrsaufkommen, was Ja. total abartig ist. Ich glaube, 22 Straßenbahnen und 40 Busse oder so muss ich bauen bei einer 50.000 Einwohnerstadt mit 3 lächerlichen Casinos. Züge, Flughafen, Fähren, alles da und der Verkehr explodiert. Ja. Und was ich gelesen habe im Internet, dass ich wohl so eine Expo-Veranstaltung machen soll, also Messen veranstalten, um mir Touristen anzulocken. Kannst du auch probieren, aber was Das ich noch so, ist ja. auch sinnvoll, aber insgesamt bei der Stadt, also da geht, die müsste man eigentlich löschen. Man kann da eigentlich gar nichts mehr dran groß machen. Du meinst, ja, okay, das heißt, von Grund auf neu machen diese Stadt. Nur wie Ja, gesagt, du wahrscheinlich. kommst ja selber nicht mal rein, erstmal. Also man kann jetzt tagelang noch ein paar Wochen warten, bis das weitergeht. Aber es ist tatsächlich wirklich ein bisschen, also katastrophal. So, dann gehe ich mal gleich rüber. Warte mal, also eine Sache noch dazu. Ich glaube, soweit ich das von im Spielemagazine gelesen habe, die das alles getestet haben, also viele Zusammenhänge werden ja auch überhaupt gar nicht klar, wie was Nee, ist. also ich sag mal, also man kriegt auch falsche Fehlermeldungen zum Teil. Also man wird teilweise nicht. Also was mir fehlt manchmal ist hier Warnung und hier mach doch mal das und so. Und das Zu fehlt. wenig, ne? Ja. Das fehlt. Also ja, ich sag mal jetzt, ich weiß, fällt dir jetzt ein konkretes Beispiel an, wo dann mal wirklich eine falsche Fehlermeldung kommt. Ich habe mal jetzt mal kurz Musiklautstärke und Effektlautstärke mal runtergeschraubt. Da hat jemand sich höflich beschwert in den Videos, die wir machen, dass das noch ein bisschen zu laut ist. Kann ich verstehen, wenn man ranzoomt.
dass es dann tatsächlich so, dass es immer laut war. Deshalb gehe ich mal hier raus. So, also Großprojekt steht. Ja. Du hast dich aber jetzt woanders schon mittlerweile bereit gemacht. Ja. Ich habe eine neue Stadt hochgezogen, einfach weil mir langweilig war und weil die andere nicht funktioniert hat. Also klar, ne? Und was ich hier vielleicht, was vielleicht noch eine interessante Anmerkung für den einen oder anderen ist, diese 16er-Karten, die sind im Grunde auch nur, also man kann schon nebeneinander spielen. Das Problem ist, wenn die Straßenverbindung zwischen den Städten nicht da ist, also üblicherweise sind diese 16er-Karten so gemacht, dass immer vier Städte zusammen eine Straßenverbindung haben und ein Großprojekt. Und man kann jetzt nicht zum Beispiel, wenn man keine Straßenverbindung hat, mit den anderen groß interagieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Touristen rübergehen, weil die Anzeige ebenfalls gebuggt ist. Zum Beispiel die Anzeige, wie viele Arbeitslose ihr habt und so weiter. Wie viele Jobs. Also, ich wollte gerade sagen, Teilweise hat man eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, wovon dann, ich sag mal, 10.000 einer Beschäftigung nachgehen. Und 30.000 oder 40.000 Jobs sind völlig unbesetzt, was einfach nicht sein kann. Aber der Stadt geht es dann prächtig. Und ist der helle Wahnsinn. Die einzige Verbindung mit deiner neuen Stadt, mit meiner Stadt zum Beispiel, ist jetzt die Eisenbahn. Ja. Das geht halt durch. Die Anzeige zeigt schon an, dass da irgendwas rüber geht, aber halt. So, also, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Ich bin jetzt quasi, ja, in deiner neuen Stadt. Ja. Super interessant, ich glaube, wir haben das auch im letzten Video gezeigt. Du hast einiges abgekupfert von Alex. Ja, Alex. Ich habe auch einiges im Internet gefunden. Also was ich gemacht habe, ist im Grunde ein Raster aus Dirt Roads, aus den billigsten Straßen, um die kleinsten Häuser zu kriegen. Und damit habe ich erstmal alles zugepflastert. Und dann im Grunde, klickt mal vielleicht mal auf diese Gebietekarte, dann sieht man das. Ja, einen großen Industriepark in Windrichtung, also dass das aus der Stadt rausweht. Und dann habe ich halt einen Bereich mit Commercial und mit Wohngebieten nah beieinander. Ja, ein richtiges Muster ist da drin. So. So einfach so gemixt. Der Vorteil, die Commercial-Gebiete wirken wie Parks, also erhöhen den Grundstückspreis ein bisschen. Wenn man das richtig anstellt, sieht man jetzt leider noch nicht. Also wenn ich jetzt das ein bisschen aufwerten würde, ich müsste ja jetzt hier und da mal... Die Straßen aufwerten? Die Straßen könnte ich schon mal... Weil du hast ja die ganzen, ja, diese... Ja, das ist übrigens der zweite Punkt, den ich in dieser Kombination wirklich bemängeln. Man wird bescheuert, wenn man die Straße wirklich ernsthaft in dieser Kombination hat und aufwerten will. Man muss jede Straße einzeln anklicken, Upgrade. Ja, also, da musst du durch. Wenn man sich schon dafür entschieden hat, quasi dieses Muster da reinzumachen. Stimmt, weil ich merke gerade nur, wenn deine Stadt wachsen sollte, ich glaube, du kriegst auf jeden Fall ein Energieproblem. Also dieses Windkraftwerk oben, links bei dir, das kannst du kaum ausbauen, bis gar nicht. Ja, das ist aber auch halt nur so mein Startbereich. Also die Stadt hier mit so einem Raster, das habe ich gelesen, das kann man also wenn man die Steuern noch ein bisschen erhöht, bis zu 20.000 kann man erhöhen, also bis zu 20.000 Umsatz die Stunde. Das lässt man im Moment laufen und baut dann die Stadt mit einem ordentlichen Stadtkapital, die man haben will, oder fängt an, kleinere Teile zu transformieren. Es ist wirklich nur so eine, ich sag mal, ja. Vielleicht ist auch so eine Musterstadt mal vielleicht, ja, ein guter Ansatz, um das mal zu üben. Ich persönlich finde es jetzt so, ja, wie soll ich sagen, langweilig, so wenig. Es ist jetzt einfach, ich meine, es ist aus der Not geboren. Also wenn ich Casinos nicht bauen kann, ich habe Probleme mit Handel, mit Wasser. Ich habe Probleme mit allen möglichen. Das funktioniert. mit den anderen Geschichten weiß ich nicht, ob es müsste halt. Sind es einfach zu viele Bugs, um das jetzt wirklich zu spielen. Also. Ja, klar, ich verstehe. Also da müssen wir halt warten, bis das alles mal richtig funktioniert. Das heißt, du baust langsam, aber sicher die Straßen aus. Ja, so ein bisschen. Spezialisierung. Wahrscheinlich eher gar nicht, aber vielleicht ist auch so eine Stadt notwendig für eine Region, die genügend Arbeiter liefert, die genügend... Richtig, das war unsere zweite, also ich habe eine Casino-Stadt, die keine Touristen hat und die hier wollte ich einfach mal dazu bringen, halt
also die war halt erstmal geplant, die auszubauen, bis da genug Leute leben oder eine stattliche Anzahl von Leuten und dann die einfach so zu lassen, um die halt als Jobmotor für die andere Stadt zu nutzen, quasi, dass da dann die Leute von hier rüberfahren, Tourismus, ne? Ist aber halt derzeit nicht der Fall, ich kann die Stadt halt auch nicht laden, ne? Aber also Sympathierate 82%. Ja. So viel zum Thema, was Alex geschafft hat. Ja, der Alex, der ist doch schon ganz gut. Ich habe aber, was habe ich? 84 habe ich. 84 schon bei dir? Ja, ich sehe ja nur quasi. Also, die ist wirklich auf so einem Niveau, wo du sagst, wenn die so ist, die Stadt, dann glücklich, alle glücklich, du kannst die Steuern erhöhen, du kannst theoretisch, also jetzt nochmal richtig ein, weil die halt so glücklich sind, die Steuern erhöhen und hier einfach mal gucken, was du machst. Ja. Die Sache ist halt, also es war wirklich nur zum Anfang. Du kannst die Stadt so aufbohren bis 200.000 Einwohner oder so und dann anfangen nach und nach. Das war das Ding. Hatte der Alex überhaupt Parks gebaut oder nicht? Ich glaube, der hat fast gar keine. Für Parks ausgegeben. Der Rest macht der Commercial-Bereich. Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich hier nur einen Park brauche, um quasi. Also, das ist so, wenn ich hier einen Park hinstelle in die Stadt. Dann steigt die Zufriedenheit in der Region. Ich hoffe, dass sich das quasi also selbstständig fortsetzt. Also dadurch, dass dann die Geschäfte aufsteigen, die dann wieder Wohnhäuser in der Region nachziehen. Ich weiß nicht genau, wie stark sich das beeinflusst. Und hoffe dadurch quasi wie eine Kettenreaktion einmal durch die Stadt und dass sie dann sich alle schön upgraden. Ich probiere einfach mal. Ich weiß es okay, nicht. Okay, gut. Ja, dann gehe ich mal rüber. Quasi nach Hause, nach Nano City. Da hat sich auch einiges getan. Jedenfalls, was es zum Thema Geld auf sich hat. Gott, kann nicht mehr reden. Richtig schlimm. Also ich mache gut Geld. Also das war schon letztes Mal klar. Ich habe jetzt gerade 8,7 Millionen. Ja, läuft ganz gut. Was hat sich verändert? Geändert ist hier meine Elektronikzentrale hat sich verbessert. Heißt für mich gleichzeitig, ich kann die ausbauen. Mache ich jetzt mal. Boah, ist das Ding riesig. Kann ich das hier mal drehen? Boah. 500.000 kostet der Anbau. Ja, man hat's ja. Gott, ist das teuer. Und das ermöglicht mir jetzt der Anbau hier. Was war das genau? Das war Unterhaltungselektronikabteilung. Ich kann jetzt Fernseher, glaube ich, produzieren. Yep. Ich überlege, ob ich dann dafür eine Prozessorenfabrik opfer, weil ich habe null Platz in meiner Stadt. Null. Ach. Apropos Bug. Ja. Ich habe gerade einen neuen Bug entdeckt. Bei mir ist so, dass ich die Müllversorgung hinbekommen habe. Ja. Das ist ein Witz. Ich sehe schon, also du bist Ich habe eine winzige Stadt, zwei winzige Gebäude. Das sind so ganz kleine Einfamilienhäuser mit einer Müll. Also. Müll haben die, warte mal, wie viel Mülleimer? Nee, die sind einfach überfüllt. Also eben war es bei mir die Uni, wo kein Müll abgeholt wird. Jetzt sind so zwei kleine Häuser. Deswegen sind die hier am Demonstrieren und unzufrieden. Wobei, die lasse ich an. Und die machen wir weg hier. So. Ich werde eine Prozessorenfabrik jetzt mal abreißen. Annahme, nix da. Könnt ihr das nochmal kurz liefern? Ja, lassen wir mal kurz den Rest hier mal produzieren. Genau, gut. Das Ding ist, wir wollen ja unser Großprojekt da fertig kriegen. Und wir laden auch dazu ein, mal uns hier zu joinen.
Also direkt neben uns ist ja sogar ein freies Feld. Schöpfland. Ist ganz gut für Öl und dergleichen. Wir sind, auf welchem Server sind wir nochmal? Auf Europa West 4. Ja. Genau, da sind wir zu finden. Region steht ja oben. Futarama. Wir haben aber nicht ein Privat gesetzt, oder? Also, ich hatte da jemanden, der wollte unbedingt reinjoinen. Und der hat uns nicht gefunden. Bin ich mir nicht sicher. Ehrlich. Also, ich habe das schon nur angeboten, dass er sich da bei mir melden kann. Allerdings, ich gehe ehrlich gesagt doch davon aus, dass das privat ist, weil wir haben, sonst wäre schon jemand hier. Na, also, Gut, dann muss er derjenige mich adden. Das ist der Claudio Köppe gewesen. Der hat geschrieben, ob er halt mitmachen kann, ob wir in seine Region joinen wollen. Und ja, ich habe gesagt, wir machen erstmal ein Großprojekt. Und sonst sind wir für alles offen, aber erstmal Großprojekt fertig kriegen und dann irgendwann verlassen wir wahrscheinlich auch die Gegend. Aber die ist noch relativ leer, da kann man noch eine Menge machen. Ja, ich fände es vielleicht interessanter, mal auch eine wirklich mal auszubauen allerdings. Ja. Komplett, ne? Und alle Großprojekte mal durchzuhaben. Das wäre vielleicht mal auch eine Option, ja. Außerdem auch mal andere Leute mal reinzukriegen und zu sehen, wie die eigentlich Städte bauen. Also wie das funktioniert, wie sich das vorstellen, was ist optimal, was ist nicht so optimal. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das hier vorstellen kann. Also wer Lust hat, kann gerne kommen. So ist es nicht. Ja, was hat sich noch geändert bei mir? Ich hatte ständig letztes Mal Probleme mit dem Abwasser. Wurde mir ständig angezeigt, ich hätte veraltete Endrohre oder wie auch immer. Ich habe die Abwasser-Endrohre, genau, so war das, abgerissen. Und siehe da, ich habe dieses Problem nicht mehr. Verarbeitet 100%, macht alles meine Kläranlage. Läuft. Da bin ich recht zufrieden. Was hat sich noch verändert? Wir zeigen ja nicht alles, wäre ja langweilig. Immer hier einzelne Schritte zu zeigen, was dann genau passiert. Ah ja, der nächste Punkt wäre, ich habe letztens mal Bäume gepflanzt. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Also es ist, glaube ich, nur ein Verschönerungseffekt, oder? Habe ich selber noch nicht getestet, ehrlich gesagt. Man kann Bäume pflanzen, es kostet ein bisschen Geld. Ist unter Parks aufgeführt. Ich weiß es nicht. Offen gesagt, ich weiß es nicht. Steht ja nichts Konkretes dran. Also steht eigentlich nur. Ja, aber es ist halt unter den Parks aufgeführt, ne? Also ja, unter klar. Einer, sogar explizit unter einer. Ich glaube, unter Naturparks. Legen Sie unterhalb Ihrer Wolkenkratzer einen kleinen Wald an, wo sich die Zwerge verstecken können. Ja, ich pass auf, ich mach mal eben kurz die Ansicht. Da ändert sich, glaube ich, gar nichts, ne? Habe ich auch schon geguckt mit der Ansicht. Also es müsste sich der Grundstückspreis drumherum erhöhen. Wenn das der Fall wäre, wäre das Ding wirklich sinnvoll. Aber ich glaube, das passt. Ein kosmetischer Effekt. Ja, ist glaube ich ein kosmetischer Effekt. Weil wenn du wirklich, ich sag mal, so etwas platzierst oder etwas also es müsste ich einfach was tun. Eigentlich schon, ja, aber auch gerade, also ich hatte auch früher gesagt, dass die Parks so für verschiedene Einkommensschichten gut sind. Ja. Das muss ich, glaube ich, inzwischen etwas revidieren. Ich sehe gerade, ich habe mal einen etwas teureren Park genommen und der hat einfach einen viel größeren Radius, wo er die Leute beeinflusst, als ein Low-Budget-Park. Also es macht durchaus Sinn, einen teureren hinzustellen, der die gesamte Region versorgt. So, dann hoffentlich habe ich eine grünere Stadt mit den Bäumen. Wäre schön, wenn man zum Beispiel Bäume pflanzen könnte und sagen wir mal einen verschmutzten Boden damit irgendwie repariert beziehungsweise nee, also verschmutzter Boden, das geht automatisch mit der Zeit weg. Das dauert wirklich, also auch also Echtzeit, vielleicht 2-3 Stunden oder so. Okay. Geht das aber auch, also es geht wirklich weg. Reicht mir auch. Also ich meine, dann hat man das halt mit der Bodenverschmutzung. Es geht ja, ist halt wirklich ein Problem und dann ist auch in Ordnung, finde ich.
Also das finde ich eigentlich, das ist eins der Dinge, die funktioniert. Sieht doch ganz nett aus. So, da kommt kein Baum mehr hin. Hier. So, ich habe jetzt mal zwei Parks bei mir in die Stadt reingeschmissen. Jetzt entwickelt sich hier alles. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe eine Verzögerung von wie vielen Minuten, meintest du? Kann man ja auch nicht festsagen, ne? Doch, also du kannst meine Stadt anklicken. Mach ich mal gleich. Und zuletzt gespeichert steht immer dran. Bei mir sind es, also bei der Stadt zum Beispiel... Ah, zuletzt gespeichert, vor einer Minute. Ja, okay, ich sehe es. Wollen wir nicht mal gleich rübergehen? Also 10 Minuten stimmt auch nicht, weil ich sehe gerade, du hast 13 Minuten. Also das ist, So, Plastik fehlt. Ich werde jetzt... Boah, das wird mir... Boah, das wird teuer. Naja, egal. Es tut mir weh. Aber tschüss, liebe Prozessorfabrik. Ja, mache ich. Teuer, teuer. Ich werde da mal Unterhaltungselektronikfabrik mal bauen. Hat nicht so viel Platz. Egal. Braucht Prozessoren, Plastik und Legierung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich glaube, wenn ich Fernsehgeräte verkaufe, dann geht's aber richtig los, oder? Ich guck mal, wie viel die kosten hier auf dem... Ich weiß es nicht. Halte ich mal fest. Export von Prozessoren 67.000. Ja. Export TV 197.654. Ja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein so ein Punkt, der mich total aufregt. Ich habe eine Rohölstadt hochgezogen in der Mana Replay und ich krieg also nicht ansatzweise die Summe wie bei der Elektronik. Und was mich halt einfach stört, also ich meine, dann könnte ich doch mehr produzieren. Also ich meine, dann ist halt der Rohölpreis niedriger als Computerelektronik, ne? Also bei mir ist zum Beispiel also Treibstoff so das Top-Produkt, was ich herstellen kann, mal eben so. Und also es nervt mich ehrlich gesagt, dass ich nicht, dass es einfach mit den Prozessoren viel effizienter ist. Wobei ich halt auch da erhebliche Probleme hatte. Ah ja, ich sehe gerade, Prozessoren fehlen und knappe Plastikressourcen. Ich überlege gerade, ob ich das mal jetzt lasse mit den Prozessoren und jetzt mich selber beliefer. Wir stellen Leute ein. Okay, das entwickelt sich mal langsam. An dieser Unterhaltungselektronikfabrik kannst du sogar, so wie ich das sehe, Computer produzieren. Die sind, glaube ich, dann noch teurer. Das kann durchaus sein, ja. Schon irre, auf jeden Fall. Ich werde dann irgendwann mal... Oh Gott. Die werde ich auf jeden Fall mal exportieren. Ich kann es schon mal ausbauen. Hier für den Computer geht das. TV-Lager habe ich ja schon. Das ist jetzt Computer, ne? Computerlager, alles klar. Mal gleich mal gucken, wie es mit dem Computer ist. Ah, nicht. Nee, hätte ich nicht gedacht. Computer, die sind günstiger. Okay. Das ist ein Fernseher? Ja, komm. Ich glaube, dass hier, wenn du so. Guck dir jetzt mal im Real Life an. So ein großer Fernseher ist auch schon verdammt teuer im Vergleich, wenn du einen richtigen PC da hast. Ja, aber es ist ein Computerspiel. Hallo? Nee, es ist ein Computer als Pro. Ja, hier, ein Computerspiel. Ja, da muss das auch irgendwie hier teurer sein. Nee, ist es nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Bin mir gespannt so. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Okay, dann gucken wir mal, wie sich das dann entwickeln wird. Ich hatte mir noch. Was habe ich mir auch noch heute auf die Liste gesetzt? Uni. Kannst du dich erinnern? Ich habe da jetzt keine Lust, darüber zu joinen. Vielleicht muss ich da ja auch mal. In Sin City, in einer anderen Stadt. Du hast irgendwas ausgebaut in der Uni, ne?
Welcher Zweig war das? Also grundsätzlich braucht pro Region jedes Modul nur einmal. Also ja, diese, ja, genau. Das gilt aber auch fürs Rathaus. Also die Module, die das ans Rathaus dran schraubt, für Sicherheit und so weiter. Touristik oder ähnliches, da braucht er nur jedes nur einmal in der Region. Das wirkt sich auf alle aus. Ich bin, weil es eine Casino-Stadt war und ich keine Industrie brauchte, außer jetzt vielleicht, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, irgendwann mal, ich sag mal, wie heißt das, Raketen, die Energieversorgung besser zu gestalten. Ja. Entweder über Kernkraft oder über Dingens, wäre Naturwissenschaft vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Ich bin aber tatsächlich auf Finanz gegangen und da stand halt, also es ermöglicht keinerlei finanzielle, Wirtschaft, Economy, habe ich dran gepackt. Und da steht halt dran, dass es irgendwie den Umsatz oder die Umsatz der Region erhöhen würde. Und das habe ich halt mal genommen, weil ich dachte mir halt, Geld ist immer gut oder ist ja hier der treibende Faktor. Mit Geld geht alles. Ich überlege, was ich jetzt halt bauen möchte, weil es gibt ja die Ingenieursuni. Hierin können sie die Nerds stecken. War eigentlich perfekt. Steigert bei Besuch durch Studenten in der gesamten Region die Profite in Industrieanlagen der unteren und mittleren Einkommensschicht. So. Könnte man machen. Juristische Uni, hattest du auch überlegt zu machen, ne? Juristische, ja, weil, also Casino-Stadt ist halt, genau, hat ja immer ein Kriminalitätsproblem und da dachte ich halt, langfristig wäre da auf jeden Fall sowas ganz sinnvoll. Grundsätzlich würde ich sogar sagen, also, dass eine Universität sich viel besser lohnt als so eine Hochschule, allgemeine Hochschule, weil die Universität, wenn sobald die, ich sag mal, ein gewisses Maß an Studenten erreicht hat, ohne zusätzlichen Platz zu nehmen, einfach geupgradet wird, wie sie ein Upgrade kassiert, wie das Rathaus zum Beispiel. Mhm. Kostet ein bisschen mehr, aber du hast halt mehr Platz, also von 1000 Studenten, die da drin wohnen können, kannst du mal eben auf 2000 oder auf noch mehr. Ist eigentlich eine ganz feine Sache mit der Uni. Also da würde ich, das kann ich vielleicht doch empfehlen mittlerweile. Also das nimmt halt, es ist halt erstmal größer, aber mittelfristig wird es halt nicht mehr. Also nicht viel mehr. Ja, ich überlege, was ich machen soll, weil ich hatte überlegt, sogar Medizinuni zu bauen. Senkt bei Besuch durch Studenten das Risiko für die Sims der Region krank zu werden. Stell hin. Wäre die Idee. Ja, weil mir ist es tatsächlich so, es gibt zu viele Verletzte hier, wir ziehen um. Ist bei mir ein großer Punkt. Dann eigentlich immer so. Wir haben zu wenig Kunden, das sowieso, aber das wollte ich mit der Akrologie hinkriegen. Ja, eigentlich ist das, was mich so interessiert. Ich weiß ja nicht, was ihr dann später machen werdet, aber. Also ich weiß nicht, ob hier in Medizin-Uni kannst du mal machen. Vor allen Dingen also, ne? Ja, also allein, dass die Leute krank werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich könnte hier vielleicht mal auf Juristik gehen oder auf Ingenieur, ich weiß es nicht. Bin mal echt gespannt. Und ich kann da auch irgendwas ausbauen jetzt im Krankenhaus. Nicht genehmigt. Ich sehe schon gerade. Universität mit naturwissenschaftlicher Uni in der Region. Das habe ich. Abschluss an der Universität und Region, Forschung zum Abschluss. Chirurgiezentrum, da kann ich vielleicht dran forschen. So, Forschung starten. Was haben wir denn hier? Wie lange dauert das? Das war ziemlich lange, ne? Zu forschen? Ja, sind mal 2 Stunden vielleicht oder 3. Es dauert. Chirurgiezentrum werde ich mal machen. Macht so, auf jeden Fall Sinn. Die Forschungen gehen regionsweit, völlig egal, Straßenverbindungen hin oder her. Ja. Lohnt sich immer. Ja, ich forsche jetzt mal. Auch wenn man es erstmal selber nicht braucht, vielleicht kannst du andere nutzen. Es ist relativ günstig, es braucht bloß Unmengen an Zeit, deswegen früh starten. Ich werde hier auch irgendwann forschen, wenn ich genug Studenten habe. Thank you.
Ich baue noch nicht meine Unterhaltungselektronik richtig aus, weil ich glaube, das kommt erstmal nicht auf den Weltmarkt, also die ganzen Fernsehgeräte, sondern und zu unserer Akrologie. Da schalte ich jetzt mal um. Genau. Das Ding braucht 60.000 Kisten Fernsehgeräte. 4.000 habe ich schon mal geliefert durch Einkauf. Boah, das wird ein langer Weg. Das wird ein richtig langer Weg. Das ist nur Phase 1. Ich frage mich, wie Phase 2 sein wird. Ob die auch Computer brauchen oder sowas. Aber ich probiere es aus. Und mal gucken, wie schnell wir es hinkriegen. Und vielleicht mit Hilfe von anderen Mitspielern kriegen wir das Großprojekt schneller fertig. Also, wie gesagt, Chapland. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ja nur eine Stadt haben, die uns helfen kann, wirklich. Also, ich bin jetzt hier etwas abseits, aber ich kann ja nicht schicken. Also, ich könnte hier jetzt kann ich machen, was ich will. Ich kann ja in keinster Weise zu Hilfe kommen. Ich kann dir keine Waren rüberschicken, ich kann dir kein Geld rüberschicken, ich kann dir. Also es ist halt schon etwas tragisch hier, das Ganze. Ja. So. Dann bin ich mal auch gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ja. Ich glaube wirklich, das nächste Schritt. Ich glaube, das wäre der nächste Schritt. Um das Ganze mal hier größer zu machen. Zu gucken, wie das jetzt laufen wird. Ich werde die Sachen nicht verkaufen. Ich schicke das jetzt direkt zum Großprojekt. Was ist jetzt Schmelzhülse? So. Fernsehgeräte. Das müsste jetzt auch langsam laufen. Boah, jetzt sind das viele Kisten. Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass die aufgewerteten. Also die Verbrennungsrate einfach von einigen. Also es ist irgendwie. Ich guck gerade an Kohle. Ich habe gerade ein Kohlekraftwerk gebaut und wollte jetzt gucken, welchen Generator ich anschließe, ne? Und ja. Ich habe den normalen Generator und da braucht okay, der hat eine hohe Luftverschmutzung, aber der braucht nur 4,8 Tonnen pro Tag. Hingegen der teure, der verbesserte Kohlenreaktor 8,6 Tonnen pro Tag braucht. Ja. Also man hat durchaus, das sind ja erhebliche Kosten, die da. Natürlich, auf jeden Fall. Man da sich hinstellt. Limit erreicht. Wenn man es sich leisten kann, schön verschmutzen. Wenn man es sich leisten kann, dann musst du gucken, wie viel das auch in pro Stunde dann. Ja, ich habe inzwischen, jetzt habe ich Hightech-Industrie habe ich hier in der Stadt. Das ist auch überhaupt, also ich glaube an der Hightech-Industrie führt echt kein Weg dran vorbei, also zumindest momentan. Weil die einfach sauberer ist, ne? Man muss hier keinen Ärger haben. Das, ja, völlig richtig, völlig richtig. Ja, ich glaube, das wäre eigentlich im Prinzip für heute alles. Also die Frage war ja, Musterstadt ja oder nein? Du probierst es ja aus. Ach so, ich komme mal jetzt nochmal kurz zu dir rüber. Um nochmal zu gucken, wie weit du gekommen bist. Hat sich schon einiges dran getan. Also ich habe jetzt etwas größere Gebäude, denke ich. Ein Kohlekraftwerk, um mehr Strom zu produzieren. Na, so. Du hast ein Kohlekraftwerk, zusätzlich. Ja, jetzt sehe ich gerade hoch. Ich weiß nicht, ob du schon siehst. Wenn dann nee, ich sehe es. Okay. Nee, ich kann es noch nicht sehen. Aber ich sehe, du hast Straßen verbessert. Die Straßen also ich werde hier Stück für Stück wachsen. Ich will gar nicht, dass die sich unkontrolliert hier vermehren und wachsen und so, sondern ich versuche es jetzt zum ersten Mal, also natürliches Wachstum hinzukriegen. Ich finde es ein bisschen natürliches eigenartig. Wachstum. Und ja, ich habe bisher immer habe ich Geburtenkontrolle. Ja, ich habe direkt zu Anfang an habe ich immer hohe Straßen. Also warum mich mit hier, warum soll ich Dust Roads verwenden hier oder die niedrigen Straßen, wenn ich nicht einfach direkt zu den etwas direkt die weiterentwickelten Straßen verwenden kann, ne? Und das ist halt habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, dass ich das Stück für Stück mache. Auch wenn du mal guckst, ich habe ja eben gesagt, dass es egal ist mit den Parks. Ja. Guck mal kurz auf die Parks. Ich habe hier mal
Du siehst, ich habe die teuren Parks gebaut, aber die haben auf einmal einen riesigen, also nicht nur in so einem Nahbereich halt, sondern einen riesigen Radius, der viel größer ist als das, was angezeigt ist. Den sehe ich jetzt gerade nicht, aber ja. Weiß immer ich auf ja auch Parks und dann auf hier Einkommensdichte, Grundstückspreise. Okay. Da kann ich natürlich überprüfen. Da ist auf einmal riesige Bereiche, die hier damit versorgt werden. Also 4 Parks reichen gerade aus, 5 Parks, um die gesamte Stadt zu versorgen. Ja, ist noch nicht ganz hier bei mir zu sehen, aber ich denke schon, dass es dann bei dir dann up to date ist. Aber schon, du hast recht, also relativ, ja, dann wo deine Wohnfläche, Gewerbefläche ist da schon gut teuer, sag ich mal so, für die obere EKS. Ja, dann bin ich mal gespannt, was deine Stadt zu machen wird. Weil ich wollte mal gucken, Sympathie. Also jetzt gehe ich auf die mittlere Dichte. Jetzt wächst die Stadt auch. Du hast jetzt schon 18.000 Einwohner, also bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, was bei dir. Die ist runtergegangen ein bisschen. Aber jetzt wird das ganz schön wachsen. Ich mache gerade hier mittlere Schicht. Du, ich wollte gerade sagen, kommt es mir nur so vor oder hier bei deiner Hauptstraße in der Mitte, bei dieser Verkehrsader, wenn ich auf Gebiete klicke, dann sehe ich, dass du nicht komplett grün und blau umrandet hast. Das, also jetzt diese Vierecke. Ja, weil ich, Ich hab versucht hier einmal diesen Platz zu nutzen optimal. Ich habe den Randbereich grün gemacht oder wie auch immer, weil es einfach extrem viel Platz ist und weil ich da keine Querstraßen ziehen muss. Das habe ich mir abgeguckt vom Alex. Das funktioniert. Ja, ist mir schon klar. Aber du hast in wie soll ich dir erklären? Du bist dann deine mittlere Hauptstraße da. Hast du links und rechts jeweils in Abständen grün und blaue. So sind Überbleibsel. Nee, das sind so Überbleibsel. Sind das Überbleibsel? Überbleibsel. Ja, ich habe eine Zeit lang Probleme gehabt, die Avenue durchzuziehen. Okay. Weil da ein winziges Stückchen Straße im Weg war und ich habe dann irgendwann das ganze Ding, also die komplette Straße abgerissen. Bloß in die Avenue da durchzukriegen, bis ich dann wirklich dann den Fehler gefunden hatte. Ne? Und ja, also war eher man konnte nicht wirklich sehen, woran es lag. Ne? Gut, dann bin ich bin super gespannt, ob das jetzt was wird oder nicht. Weil ja, ist halt irgendwo eine Musterstadt. Hast du ja im Internet noch ein bisschen darüber was gelesen. Der Alex hat es auch so ähnlich. Ja, gucken wir mal vielleicht in der nächsten Folge, wie weit du gekommen bist. Und an dieser Stelle nochmal, also wir laden euch herzlich natürlich ein, uns zu joinen. Ist ja genügend Platz. Also man kann sich breit machen. Hauptsache, keiner stellt überall Atomreaktoren auf und lässt sie mal hochgehen. Gott, warum sage ich das eigentlich? Kommen bestimmt irgendwelche Trolls rein und das erste, was sie machen, ist ein zweites Tschernobyl. Ja, Mann. Das bleibt auch, glaube ich, dann bei denen in der Stadt. Also ich weiß das nicht. Geht das nicht auf die ganze Region? Also ich hoffe nicht. Nee, ich meine eigentlich nicht, aber schaffst es damit doch schon einen Großteil deiner Stadt zu verseuchen. Ja, das glaube ich auch. Du brauchst ja erstmal auch gebildete Leute. Ich glaube, ich baue hier mal wirklich ein Atomkraftwerk. Ich habe hier noch nie eins gebaut und hier würde es mir nicht so wehtun, wenn das Ding hoch... So, Freundchen, erstmal, wenn du ein Atomkraftwerk baust, dann musst du mit mir reden. Nicht so nah an meiner Stadt. Ich habe keine Ahnung, ob das... Nö, ich bin ja an anderen, also untereinander sind wir ja getrennt. Also das müsste eigentlich... Eine natürliche Barriere, meinst du? Ich habe im Videos mal gesehen, wenn so ein Ding hochgeht, dann ist ein Teil der Stadt wirklich verstrahlt und du kannst da keine Gebäude mehr bauen. Ach du Scheiße. Und bei dem Platz, wenn da auf einmal ein Drittel, das war fast ein Drittel der Stadt, die da auf einmal verstrahlt war. Ja. Das haut ganz schön rein, ne? Also das ist, damit hast du länger was zu tun. Das dauert auch ewig, bis das weggeht. Uncool. Gut. Dann... Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.